Hi und herzlich willkommen zurück bei Outlaws of the Old West. Wir schauen hier gerade auf unser schönes kleines Häuschen mit hier unten Terrasse. Sieht alles toll aus, die Musik ist irgendwie wieder weg. Die ist aber nur manchmal da, manchmal weg. Man weiß nicht genau, es gab ein, zwei kleine Updates. Ich habe mir jetzt aber nicht genau angeguckt, was da alles gemacht wurde. Es gibt irgendwie ein paar, also ich habe es mir angeguckt, ich habe es mir nur nicht alles gemerkt. Es gibt ein paar Updates, was das Thema Fenster anbelangt. Der Bug, den es früher gab, dass wenn man Sachen baut, dass die im Inventar verbleiben, ist ja länger schon weg. Insofern sieht hier erstmal alles ganz gut aus. Ich guck mal, dass ich was esse. Ich sehe das gerade, so. Dann würde ich gerne diese Teile hier noch setzen, und zwar an den anderen Enden unseres Hauses. Mal, wobei, die müssen jetzt ja hier nicht gerade ausgerichtet sein, die müssen nur ungefähr auf der Ecke stehen. Zack, da ist eins. Dann müssen wir mal gucken, hier drüben setze ich das einfach, würde ich sagen, hier so hin. Geht einfach darum, dass wir eine Markierung haben, gerade am Abend, wenn wir nach Hause kommen. Mal gucken, ups, das ist jetzt schlecht. Ja, okay. Sind wir mit dem Kopf reingeraten. Ich stelle mal wieder auf Third Person um. Mal. Das geht nicht. Ja, unser Pferd steht da, ist okay. Gut, was können wir denn noch bauen? Crafting. Das haben wir. Hier Fischreuse oder Fischnetz erstmal. Well, okay. Dann würde ich doch hier nochmal 5 von denen in Auftrag geben. Die braucht man ja immer wieder. Ein Anvil. Anvil hatte ich den nicht schon gebaut? Hatte ich gebaut. Schuhe und Glasmoduls. Okay. Kann ich auch draußen setzen? Weiß nicht, aber ich würde fast sagen, oder setzen wir den lieber rein? Sieht hier drinnen auch nicht schlecht aus. Wenn ich hier hinten so ein Schmiedeteil hinsetze. Ja, machen wir mal. Zack. Gucken wir mal, was wir da herstellen können. Ah ja. Für unser Pferd entsprechende Schuhe. Also Hufeisen, okay. Glasmold. Okay. Mal auch noch sehen. Was haben wir denn hier? Haben wir hier zum Schafe scheren. Okay. Falle. Kleine Falle, große Falle. Okay. Bell. Haufel. Wood Structures. Arm. Jetzt hör mal. Ah, damit können wir Ressourcen zurückkriegen. Den bauen wir mal. Was ich eigentlich gerne hätte, wäre noch so eine Kleinigkeiten. Ölpumpe. Mal gucken, was es hier überhaupt alles gibt. Hier unten haben wir jetzt Pfannen und so weiter. Okay, alles klar. Das lassen wir mal so. Den Hammer nehme ich trotzdem mal mit. Jetzt haben wir es. Den haben wir doppelt gebaut anscheinend. Den haben wir beim letzten Mal nicht gesehen. Rückkabinett. Okay, und jetzt gucke ich mal, dass ich hier vielleicht... Bridge. Use ice to keep cold. Ah, damit können wir Sachen länger haltbar machen. Brauche ich 15 Planken für. Das klingt aber auch richtig gut. Die habe ich hier schon. Perfekt. Dann baue ich den doch mal. Das ist quasi ein Kühlschrank. Und ich gucke mal, ob ich den auch vielleicht hier bauen kann. Box. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Brauche ich allerdings Iron Bar, 10 Stück. Das kann ich aber theoretisch schon machen. Ich habe ja hier vorne den Kamin. Aber da fehlt mir dann die Menge für. Brauche noch irgendwas Kleines. Noch irgendwas gecraftet? Oder war das jetzt ein Bug? Nee, ne? Ah, okay, das ist irgendwie rausgegangen. Alles gut. So, einmal sortieren lassen hier. So, wir haben die Planken. Brauche ich jetzt das aus Wood oder versuche ich auf den gleich den anderen zu gehen? Okay.
dekorativ und zum... Den baue ich noch. Dekorativ und zum kleinen Reinpacken von Sachen. Dann müssen wir wahrscheinlich mal auf Iron Ore Suche gehen. Dekorativ, ich weiß ja nicht. Ah, hier ist er. Von der Seite ist er dekorativ. Okay, dann hauen wir den mal. Passt der hier unter das Fenster wenigstens? Hier so an den Eingang, ja. Und hier packe ich jetzt mal die Sachen rein, die ich nicht dauernd brauche. Okay, aber erstmal will ich das ausprobieren. Was kann ich denn hiermit bauen? Ah ja, okay. Foundations aus Wood. Okay. Genauso wie Walls aus richtigem Holz. Ah ja, damit kann ich also hier so bessere Sachen bauen und bessere Treppen. Also im Prinzip das Ähnliche, was wir sonst auch hatten. Den Wassereimer lasse ich mal da. Die primitive Axt, die Teile auch. Craften kann ich die hier rüber ja nicht, ne? Ne. Okay, dann müssen wir die also mitnehmen. Fleisch habe ich hier noch rumliegen, das natürlich auch nicht sinnvoll ist. Hammer nehme ich mit. Okay, dann gehe ich hier nochmal raus und packe hier jetzt nochmal Fleisch rein. Und lasse das hier mal durchbrutzeln. Da haben wir denn jetzt keine Musik mehr. Volumen. Steht da aber auf 90, damit sich es verändert, aber gibt gerade keine Musik anscheinend. Na gut, ist halt so. So, wir haben hier einen Bogen, okay. Können hier jetzt mal Take All machen und haben hier so ein bisschen Fleisch noch. Ist mal einfach eins. Trink hier noch einen Schluck Wasser und dann machen wir uns mal auf. Genau, Pferdchen, du kommst mit. Wie haben sich denn jetzt die Days Survived geändert? Macht doch gar keinen Sinn, dass die sich geändert haben. Ich habe ja nur neu gestartet, den Server. Achso, ja, vielleicht deshalb. Okay, jetzt müssen wir aber Eisen suchen. Und wenn wir an einem großen Baum vorbeireiten, dann nehmen wir den natürlich auch mit. Oh, hier, das sieht doch ganz gut aus. Einmal absteigen. Hier kann man das einsammeln. Nee. Aber das ist Eisen. Und da drüben gibt es noch Kohle. Wenn wir jetzt natürlich Sachen einschmelzen, sollten wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Und als nächstes brauchen wir dann sowas wie Minen oder so, ne? Keine Ahnung, wie man die genau baut und was man, also was man damit macht. Ja, man kann damit auch leichter Erz abbauen. Das müssen wir uns dann noch anschauen. Jetzt wird's dunkel. Na super, das hatte ich befürchtet. Das heißt, wir sollten uns vielleicht vornehmen, immer bei Tagesanbruch auch irgendwie loszureiten und nachts die anderen Sachen zu tun. Ich drehe hier aber mal noch eine Runde um den Block, solange ich noch überhaupt was sehen kann. Da ist ein kleiner Fuchs, okay. Noch einer. Und so ein bisschen vor den Wölfen müssen wir aufpassen. Da hinten gibt es nochmal mehr Iron-Vorkommen. Die werde ich jetzt hier mir schnappen und dann von dort wahrscheinlich nach Hause wieder reiten. Kann aber auch sein, warte mal, ich guck mal um. Ja, 7 PM. Kann man das eigentlich mal in den Optionen? Gameplay? Ah, da rausnehme. Etrik. Sensität. Runternehme ist, glaube ich, ein bisschen smoother. Bleibt es dann wenigstens so? So, jetzt haben wir oben 19 Uhr. Das ist natürlich ein bisschen leichter für uns Europäer zu lesen. Und schnappen uns hier ein paar Steine. Laufen wir da lang weiter. Pferd folgt uns. Ja, sehr gut. Okay. Zack.
Bisschen craften. Bisschen Ressourcenfarmen. Der Klassiker der Survival-Spiele. Ja. Okay, also das hier sind die letzten beiden Brocken und dann geht's nach Hause. Och. Okay, Level steigen jetzt deutlich geringer auf. Da ja mal rein. Okay. Das ist auch ein Thema, das können wir natürlich gut machen, wenn wir wieder zu Hause sind. Dazu müssen wir nicht viel sehen. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist ein Bett. Ohne Bett kriegen wir hier nämlich langsam Probleme, weil wir keinen Respawn-Punkt haben. Und das kann uns richtig teuer zu stehen kommen, deswegen machen wir uns gleich auf den Weg nach Hause und gucken mal, was wir brauchen, um ein Bett zu kriegen. Rüste mal den Bogen aus, man weiß ja nie, was passiert. Und wir heizen hier mal runter Richtung Home Sweet Home. Also es ist wirklich schön, ja. Es ist aber auch relativ dunkel. Also es ist nachts dunkel, okay. Aber mit den Bergen hinten, das ist schon schön. Man hat hier so richtig, wenn man durch die Prärie reitet, Wild West Feeling. Gefällt mir. Das ist unser Häuschen. Ja, schön ist anders, ne? Mal hier gegen geritten. Natürlich. Mal überlegt, wie kann ich das Bring a lassoed horse to attach. Ich hab einen lassoed horse. So. Ist es jetzt attached? Ich weiß es nicht. Okay, ist aber auch egal. Wir können hier jetzt mal reingehen. Und was haben wir? Wir haben ein paar Sachen mitgebracht. Sortieren das mal. Steine haben wir ziemlich viel. Ich könnte also hier mal im ersten ein paar Steine reinhauen. Der zweite. Den weiß ich noch nicht, wofür er dann ist, aber ich werde ihn ein bisschen umbauen. So, erstmal sortieren bitte. So, ich krieg noch ein paar Steinchen rein. Geht nicht, oder was? Oh, jetzt geht's. So, das packe ich mal zusammen. Baumwolle. Okay, das auch. Auch zusammen. Sortieren bitte nochmal. Sortieren. Okay. So. Und jetzt gucke ich mal, dass wir hier irgendwie diese Lampen noch hinkriegen. Kann ja nicht sein, dass das... Achso, dazu brauchte ich ja Bienenwachs. Versuche ich nochmal kurz hier auf die andere Flussseite zu kommen, mitten in der Nacht. Und mal zu gucken, hier irgendwas gibt. Nee. Pferdchen, bleib doch mal drüben. Mann, unser Pferd rennt uns dauernd hinterher. Wie kriege ich das dann da an dem Teil angeleint? Brauche ich dazu auch noch irgendwas? Gut, egal. Wir gucken mal, was wir sonst noch bauen können. Hier, das sind die Teile. Dazu brauche ich aber Bienenwachs. Steht ja da. Um hier innen auch mal ein bisschen Licht zu haben. Damit können wir Eis collecten. Tool for gathering plants. Das ist... Ah, hier gibt es ein Bett. Canvas. Dann... Okay, Moment mal. Okay, Rope, Planks, Canvas. What? Paper... Canvas, hier. Okay, cool. Dann schauen wir mal. Bett. Vier Stück Canvas. Eins, zwei, drei. Oh, warte. Wieso ist hier jetzt wieder ein Lasso drin? Wird da nochmal irgendwo eins gecraftet oder ist das ein Bug, dass die da nochmal drin sind? Ich weiß es nicht. Ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Wir könnten uns ja auch so ein Lasso craften. Vielleicht haben wir es auch aus Versehen mal gemacht. Autostack und Sword. Ah. Kann sein, dass jetzt unser Lasso weg ist gerade. Nehmen wir die Pickaxe. Ist unser Lasso weg, oder was? Okay, irgendwas ist noch schief gelaufen. Vielleicht läuft es auch beim Sortieren oder so schief. Ich weiß es nicht. Es war jetzt aber nicht so schlimm.
So, Canvas. Wir brauchen noch 15 Rope und 15 Planken. Haben wir Ropes? 8. Also 7, ne? Und 15 Planken. Wir haben 10, also brauchen wir 5. Gut, dann lassen wir die Sachen mal herstellen. Guck mal. Ja, ich kann hier reingucken. Ein Day Survived. Ja, das ist jetzt natürlich Quatsch. Und dann müssen wir mal langsam schauen, dass wir sowas wie Clothes herstellen. Wo war denn das hier? Mailbox, okay. Settle Station. Settle Station klingt natürlich auch cool. Ein Smith Table. Auch gut. Okay, das sind die nächsten Sachen. Aber erstmal hätte ich gerne ein Bett. Ist nicht hier? Und alles fertig? Nicht blöd. Ja, nee. Uns fehlt. Jetzt fehlt uns Plant Fiber. Natürlich. Nachdem wir die Ropes gebaut haben, fehlt uns das. Ah, das macht ja Sinn. Doch nur das Fenster aufmachen. Okay, uns fehlt Plant Fiber. Dann baue ich doch hier erstmal einfach was anderes. Mal auf Craft. Was hatten wir denn da? Wir haben hier Gunsmith Table. Wir bauen jetzt ein Gunsmith Table. Dann gucke ich dafür, was uns das Bett noch wieder kostet. 15 Planken. Genau. Wie viel haben wir noch? Brauchen wir noch 10 eigentlich. 10. Lass uns hier nochmal Planken machen. Und wir haben jetzt diesen Table. Die Frage, ob wir das hier unten bauen. Oder so Sachen wie Gunsmith könnte ich mir halt hier oben auch ganz cool vorstellen. Nur blöd, dass ich gerade überhaupt nichts sehe. Hier stockduster ist. Ich brauche hier echt ein paar. Also ich könnte eine Fackel craften und die hier reinstellen, aber ganz ehrlich, in ein Holzhaus eine Fackel zu stellen. Also ihr seht gerade leider relativ wenig dafür, sorry. Obwohl den jetzt hier hinzustellen und ich sehe gar nichts, macht natürlich auch die Welt nicht besser. Guck mal raus. Geht jetzt schon langsam mal nicht die Sonne auf. Okay, aber ich habe doch jetzt da so Bienen. Brauchen wir dafür vielleicht irgendein Werkzeug, um den Honig da rauszukriegen? Mal hier nochmal. Nee, und Bienenwachs, Plant Fiber. Okay, wir brauchen Plant Fiber. Und wir könnten eigentlich überlegen, ob wir hier vorne mal 10 Barren bauen. Müsste eigentlich ja gehen. 10. Und dann brauchen wir hier noch Kohle. Dann haben wir auch ein bisschen Licht in der Bude. Sehr wenig Licht. Na gut. Aber immerhin ein bisschen Licht haben wir, genau. Und der sollte uns dann jetzt hier die benötigten Barren schmelzen, die wir für unseren Kühlschrank, den ich haben wollte, brauchen. Und dann wird es jetzt hoffentlich auch gleich wieder hell. Wir haben es schon 3 Uhr. Also 3 Uhr in der Nacht. Voila. Bitte einmal raus hier. Mal hier. Oh. Mal hier können wir sogar so aus rohen Sachen Hüte machen. Rawhide. Wo ist denn? Hier, das ist Rawhide, ne? Ja, und wir haben aber sogar eigentlich noch Fell. Wir könnten aus Fell auch Sachen machen. Hier zum Beispiel so eine Mütze. Ist halt die Frage, ob uns die nicht zu warm hält dann. Ich mache aber mal. Wir haben ja ein bisschen Pelz. Ich mache mir mal eine Mütze. Hier da oben sind Schafe. Ich laufe hier einfach mal jetzt draußen rum. Es hell wird. Haben wir ja auch noch das Salz. Nee, Salz will ich eigentlich nicht haben. Was da vorne? Irgendwas bewegt sich da. Gott, und ich sehe gar nichts. Oh, das ist gut. Das hilft uns erstmal.
Denn darüber kriegen wir ganz genau Ironfiber. Holz nehme ich auch gleich mit. Gut, das sollte uns jetzt gegebenenfalls schon helfen. Ich laufe mal zurück nach Hause. Stein mit, ein bisschen Holz. Kann ich. Okay, und dann rein in die gute Stube. Könnte man jetzt hier wahrscheinlich. Falsche Werkbank, die Werkbank. Planken, 15 Planken. Die haben wir doch aber hier in Auftrag gegeben. Na, Planken habe ich. Mal darauf. Falsch. Und hier sind auch gleich alle fertig. Jetzt kann ich aber, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Bett bauen. Ja, super. Wenn es jetzt mal wieder hell werden würde. Mach mal die Fenster auf. Dann könnten wir auch unsere Sachen weiterbauen. Das macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied gerade. Könnte aber mal, damit ihr wenigstens einen Tick mehr seht bei Graphics. Gamma-Level. Einen Tick hochsetzen. Oh, okay. Das war vielleicht zu viel. Oder ist jetzt gerade Tag geworden? Okay, ich glaube, das war zu viel. Oh Gott. Zack. Der Tag. Hier haben wir ihn. Glaube, das ist jetzt okay. So, dann haben wir hier erstmal zu setzen. Ein Gunsmith Table. Gucken. Hinten. Hier so eine Ecke ganz gut vielleicht. Da würde ich ihn ganz gerne hin. Ganz gut auch. So. So. Und aber vor allen Dingen bitte. Ach, wo ist noch unten? Das Bett. Hier können wir aber erstmal sagen, die Barren nehme ich mit. Mach das mal aus. Und hier drüben ist doch jetzt das Bett fertig. Genau. Mal sortieren. Bett ist noch da. Sehr gut. Und dann hüpfen wir mal hoch. Oh, ich muss meinen Tee hier umsetzen. Und vielleicht sollte ich auch mal einen Schluck davon trinken. Ne, bitte. Sehr gut. Okay, dann gehen wir mal hoch. Und hier oben wird unser Schlafzimmer sein. Schauen wir mal. Oh, schön ist das Bett natürlich jetzt noch nicht. Aber wir stellen es einfach mal hier hinten in die Ecke. Zack. Z-Spawn. Z-New Spawn Location. Okay, wunderbar. Na, das ist doch super. Dann haben wir hier oben jetzt ein Bett und unsere Spawn-Location. Wird die hier wenigstens irgendwie vermerkt? Nö. Ach doch, das ist so eine Null, oder? Schwer zu sagen. So, ich nehme es erstmal kurz raus. Wir gucken mal hier beim. Oh, wir können Wall-Armor machen. Oh, Black Powder Firearms. Hier brauchen wir wieder Planken und Ohr. Pistol Armor, Rifle Armor, Pistol Armor, Gunpowder brauchen wir dafür. Okay. Also, wir brauchen mal wieder Planken. Wie immer. Stellen wir doch mal 10 davon her. Mal hier Autostack und zack. Salz haben wir noch ein bisschen. Und hier mit. Können wir was essen? Gut, dann haben wir Planken. Dann wäre jetzt die Sache, woraus baue ich das hier? So, oder es wäre noch die andere Frage. Gunpowder, wo kriege ich denn Gunpowder vielleicht her? Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, Campfire. Okay, Ropes, 10. Da noch was machen? Gar nichts gerade, ne? Wir brauchen Plant Fiber. Aha. Unten sind. Ach, Wagen gibt es hier noch. Das ist ja cool. Gunsmith Table. Ah, Powders. 10 Planken. Ne, 20 Planken. Meine Güte. Also, wir brauchen mehr Holz auf jeden Fall.
Den Rest setze ich in Planken um. Jetzt gucke ich mal, ob wir uns hier irgendwie eine Waffe besorgen können. Und das wäre ja dann Ball-Armo, ne? Ball-Armo? Ball-Armo. Port-Revolver? Nochmal. Was es hier so gibt. Okay, das ist dann unsere Waffe, würde ich sagen. Craften uns die einmal. 10. Da kriegen wir gleich unsere erste Waffe. Meine Güte. Guck mal raus, was hier draußen so los ist. Okay. So, und jetzt er mit dem Teil. Pack das mal hier auf 4. Yay, guck mal. Boom. Sieht doch schon ganz gut aus. Natürlich brauche ich jetzt noch Munition. Oh, da baut er hier aber gerade ziemlich viel zusammen. Na gut. Yay, cool. Wir haben eine Waffe, wir haben aber noch... Achso, haben wir nicht einen Hut noch draußen gehabt? Den können wir uns auch noch anschauen. Mal bitte aus dem Weg, liebes Pferd. So. Zack, guck mal, wir haben hier so einen Trapperhut. Cool. Wird uns auch gleich wärmer. Nur aufpassen, dass es uns nicht zu warm wird wahrscheinlich. Mit dem Teil. Ist hier schon jetzt hier so hell drinne. Nicht wegen dem Feuer hier, ne? Naja, gut. Okay. Pferdchen, komm mal mit und trink mal was hier. Ja. Hast du jetzt was getrunken? Ah, okay. Food geht auch noch. Sehr schön. So, hier haben wir noch ein paar Planken drin gehabt, ne? Die nehme ich mit. Haben wir hier. Das ist auch ganz schön hell hier drin, ne? Mann, oh. Jetzt muss ich die Germa-Teil wahrscheinlich wieder nehme ich. Mache ich nur auf 2. Und für. Immer noch sehr hell, aber ist egal. Hier hatten wir, ach ja, Hufeisen könnten wir noch mitnehmen für unser Pferdchen. Und oben brauchen wir jetzt Munition für unsere Waffe. 100 Schuss. Na, das ist doch was. So, liebes Pferd. Pferdchen, hier. So, können wir jetzt hier... Genau. So. Ah ja. Wild Items. Können wir dann noch eigentlich mal... wegpacken. So. Du hast hier noch so ein bisschen Essen, was du mit dir rumträgst, ja? Okay. Guck ich mal kurz, was in deinem Trog drin ist, Pferdchen. Okay, essen kannst du natürlich auch erstmal was. Nein! Ah, das war jetzt Quatsch. Open Storage. Zack. Packen wir da rein, dann kannst du was essen. Wunderbar. So, sortieren lassen. Ich weiß nicht, warum man das hier so komisch sortiert. So, wir haben jetzt eine Waffe. Können damit hoffentlich Banditen erledigen. Vorne ist noch ein Büffel. Okay. Alles klar, Pferdchen. Wir reiten los. Super, wir sind weit geritten. Und hier ist unser Ironfelsen. Nehmen die mal mit. Na, war schon. Okay, Pferdchen, weiter geht's. Hallo, Pferd. So, da drüben ist ein Bär oder so, der da lang streift. Ich will ja aber so ein bisschen mehr von den Plant Fibers haben. Die kann man bestimmt auch irgendwie... Entschuldigung! Und ich habe mein Pferd gehauen mit der Pickaxe. Oh nein! Entschuldigung, Pferdchen. Wir reiten mal weiter. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel einen großen, ausgewachsenen Baum. Das geht nicht. Das wäre natürlich ja toll gewesen, wenn ich vom
Erdaus hätte Bäume fällen können. Oh. Wieder rauf. Ach, guck mal, und da unten sind direkt vor unserem Haus auch noch zwei große Bäume gewachsen. Aber die lasse ich mal da, weil die sind wahrscheinlich auf dem Rückweg auch noch da. Halte ich mal lieber in die Richtung. Und hier ist jetzt diese Null für unser Zuhause. Würde ich sagen, für unseren Spawnpoint. Und damit brauche ich die Markierung nicht mehr unbedingt. Wobei, wenn ich nach Hause finden will, brauche ich sie dann vielleicht doch. Naja. Werden sehen. Ah, ist das hier nicht so Zeug, was man einsammeln kann? Ah. Guck mal. Kriegen wir hier was von dem Futterzeug. Ah, und hier unten ist ja auch nett. So ein kleiner Wasserfleck hier. Und da, wartet mal, wir reiten jetzt von hier nach Süden. Da ist nämlich ein Fluss. Wie cool ist das denn? Oh, bist du? Das ist ein Reh. Okay, Reh. Alles gut, Reh. Aua. Wollte vor uns wegrennen und ist in uns reingelaufen? Aber nicht so ein cleveres Reh. So, wir sind schon ziemlich drüber über der Zeit, deswegen verabschiede ich mich mal. Wir sehen uns an gleicher Stelle in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut.